Hi und herzlich willkommen zurück hier bei Infamous Second Son. Und ich war ein bisschen überlegen gewesen, ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, also wie gesagt, ihr wisst ja, bei mir Steuerung und so immer ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt aber überlegt, so was machst du denn eigentlich am besten als erstes? Und ich glaube, am besten wäre es normalerweise, wenn ich ein paar Drohnen ausschalte. Die fliegen ja hier rum, die kann man auch schön auf der Map sehen. Und die werden ja auch... Ja, Leute, jetzt fliegt die scheiß Drohne weg. Scheiße, jetzt muss ich der hinterher. Wo ist sie denn jetzt? Warte mal, vielleicht ist sie auch einfach bloß oben. Ich glaube, das wird am günstigsten sein, die eigentlich einzusammeln, damit wir uns verbessern können. Ah ja, siehst du? Die ich nicht mal treffe. Lol. So. Warte. Nein. Das war falsch. So, Scherbe entziehen. Stimmt, wir haben vier Upgrades. Warte mal, wo waren das? Nein. Nein. Oder doch? Nee. Voll der Aufenthalt dort. Ach so, das ist egal, welche Taste ich da nehme. warte mal, vier Scherben. Oh Gott, was können wir hier noch eigentlich machen? Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Schwefelbombe gesperrt, Rauchschuss. Der ist dann stärker, ne? Scherben brauche ich dafür vier. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ich weiß nicht, im allerersten Infamous hatte ich es, glaube ich, so gemacht gehabt, dass ich das im Let's Play gesammelt habe. Ich glaube aber, dass ich das vielleicht außerhalb mache. Ich will ja meistens eher die Story zeigen, ne? Obwohl Rauch entziehen wäre eigentlich auch besser. Ach, Karma Stufe 2, siehst du, können wir aber gar nicht machen. 40% effektiver. Schnelles Entziehen. Rauch wird doppelt so schnell aus Quellen entzogen. Ich glaube, das machen wir mal. Und doppelt Luftsprung. Setzen Luftsprung bis zu zweimal ein, ohne den Boden zu berühren. Jo, das ist, glaube ich, auch meins. Okay, dann damit haben wir auch keinen Schein mehr. Auf jeden Fall, dass ich dann mehr im LP-Story mache und die Sammelsachen vielleicht so außerhalb. Schön, das geht sogar. Jetzt lassen wir erstmal gucken, wo wir überhaupt hin müssen oder hin wollen. Ich bleib mal in dem Gebiet, oder? Dann ist das, glaube ich, das hier hinten. Und ich sollte Kernrelief finden. Also ich. Das DUP hat die Stadt völlig eingestampft. Mach Sachen. Alle Leute schauen sich nervös um und ziehen nur noch den Kopf ein. So funktioniert das Kriegsrecht. Man kontrolliert Stadt und Einwohner, indem man zuerst beide bricht. Ja, Mann. Besatzungsarmeen sind das Letzte. Das solltest du erstmal lieber für dich behalten. Boah. Weißt du, wollte ich... Wow. Wollte ich einfach mal so Headshot von hinten machen, hab selbst das verkackt. Also das kann ja schon mal schön werden. Ich wollte bloß mal gucken, ob ich überhaupt richtig bin. Ja, bin ich sogar. Und diese Scanstation, ich komme da ja einfach nicht so durch andere Viertel. Ich glaube, wir müssen die Viertel erstmal komplett besiegen. Irgendwie. Oder erobern. Und dann können wir, glaube ich, weiterziehen. Oder vielleicht ist das optional, ich weiß es nicht genau. Ist das hier oben? Nein. Das war falsch. Ich hatte doch irgendwie die Möglichkeit, irgendwie auch so schneller hochzukommen. War das nicht auch mit dem Sprung? Ist das Burger King? Panda King Gas, naja, sowas ähnliches. Wie zum Geier? Muss doch hier hoch, oder nicht? Ah! Was ist das für ein Kackgebäude? Wer hat das konstruiert? Warte. Ja. Warum muss hier jedes Mal was sein, wo ich nicht hochklettern kann? So. Willst du mich ver... Alter, Spiel. Das kann es ja wohl nicht sein. Du wirst doch wohl hier hochgehen. Läuft auf jeden Fall. Hilfe, Hilfe. Na komm. Das Spähschnee. Hey, Reggie, die Kernrelais auf dem Weg hierher müssen durch die Zerstörung aufgebrochen sein. Das hier ist ziemlich gut versiegelt. Ich glaube nicht, dass das DUP dir die Schlüssel gibt. Also wirst du sie wohl aufbrechen müssen. Glück, ja, warte. Coolen-Point-Brecher-Tricks. Hab ich das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hab ich das? Warte. Tschüss. wird mir das nochmal angezeigt? Beim letzten Mal wurde es mir ja angezeigt. Nee, damit konnte ich es nicht machen. Das ging einfacher wie bei dem großen Ding, oder?
fantastisch. Vorsicht da unten! Ja, ob das wirklich so ist? Okay, das ist wirklich nice. Nicht schlecht, was? Wollt ihr es nochmal sehen? Hey, ich wollte den... Okay, ging nicht. Das ist wirklich nice. Besonders, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das wesentlich schneller vonstatten gehen wird. Ne? Also das hatten wir bei den alten Teilen immer gehabt, aber das ist halt schön, schön langsam, dass man sich darauf einstellen kann. So, vielleicht erstmal ein bisschen wieder üben. So, der ist weg. Au. Kriege ich eigentlich, wenn ich die fertig mache, auch Kontrolle? Eigentlich nicht, oder? Außer die spawnen halt nicht nach, aber das wäre halt was ehrlich gesagt, was ganz anderes. Was ist denn die Spritze da eigentlich? Was ist denn das? Ich weiß jetzt nicht, ob das oben ist. Meister? Hä? Warum geht das? Hoch da. Keine Ahnung, warum das manchmal nicht geht. Hier ist eine... Was sind das jetzt für eine Ficker? Wo kommt ihr hier? Haben wir die schon kennengelernt? Die sind auf jeden Fall nicht vom DUP. Aber was ist das mit der Spritze? Warte mal, da kommt ja noch einer angescheißert. Tschüss, mein Freund. Ist das das hier? Also ich kann aber auch nicht schon ziehen oder so. Ich kann das Ding auch nicht kaputt machen. Kann auch sein, dass ich hier falsch bin. Die Spritze wird mir hier auch nicht angezeigt. Oder ist das irgendwie Krankenstation-mäßig? Rauch kann ich auch nicht ziehen. Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt null. Ach, apropos Rauch entziehen. Oder wir lernen das noch kennen. Keine Ahnung. Okay, lass mal schnell auf die Karte gucken. Ich meine, hier drüben, das habe ich. Und ich kann hier nicht großartig viel machen, außer... Störsender habe ich anscheinend zerstört. Geheimagent und so. Und die Scanstation kann ich, glaube ich, auch zerstören. Okay, ich muss, glaube ich, alles zerstören, um dann einen Viertelkampf hinzukriegen, ne? Lass aber trotzdem mal... Ich werde es wahrscheinlich wieder so unterteilen. Ah, weiß nicht. Ich wollte ja, wie gesagt, das eigentlich außerhalb vom Dings machen. Vielleicht werde ich es aber wieder so unterteilen, dass wir... Oh, dass wir viel Hauptstory machen. Dass wir viel Hauptstory machen und dass ich dann immer wieder ein paar Folgen dazwischen haue. Okay, ich... Ein paar Folgen dazwischen haue, wie ich... Naja. Warte mal. Wenn das hier Kameras sind, kann ich die eigentlich? Ich kann ja mal ausprobieren. Lol, das geht. Und kann ich die Station... Wir haben ja hier gerade eine Scan-Station. Was? Okay, warte. Ich hab's, glaube ich, erstmal mehr mit Nahkampf. Boah, liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass ich Odyssey momentan immer noch spiele. Okay, das ist... Shit. Vielleicht nicht so gut. Ich halte da noch nicht so viel aus. La 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 la. Hä? Wo? Ich sag dir, Mann, wenn das mit den Kräften so weitergeht, bin ich nur noch eine oder zwei davon entfernt, ihre Festung zu stürmen. Okay, tritt mal auf. Alter, bring doch... Oh, ich wollte gerade sagen, bring doch mal das scheiß Auto zum Rauchen, ey. Okay. So, uns die Kernrelais, um Rauchkräfte zu erhalten. Ja, ich wollte ja gerade noch. Okay, da wollte ich vielleicht ein bisschen zu viel. Gehen wir erstmal rüber. Schade. Ich wollte aber halt mal gucken, wie man die Dinger zerstört. Weil dann können wir wirklich, bis auf vielleicht die Drohnensachen, die würde ich dann vielleicht weglassen, aber alles, was so Leute wegmetzeln oder irgendwelche Stationen wegballern. Alles ist verlassen. Es geht nicht eine Fähre mehr rein und raus. Das gleiche am Flughafen und am Bahnhof. Und jetzt, wo die Brücke hin ist, hat das DUP die Stadt völlig abgeriegelt. Das ist nicht einfach, oder? Zu blöd, dass ich dir das nicht schon gesagt habe. So 100 Mal in den letzten 10 Stunden. Die haben halt Helme. Das ist scheiße. Warte. Das DOP macht das mit jeder Stadt, in die es gerufen wird? Das habe ich zumindest gehört.
Wieso lassen sich Leute sowas gefallen? Okay, weil es wird besser. Es darauf ankommt, die meisten nicht bereit sind, ihr Leben für die Freiheit zu opfern oder für das Streben nach Glück. Ich will auf jeden Fall alles befreien. Das wird, glaube ich, gerade für die Mission am Ende wichtiger werden. Oder relativ wichtig werden. So, das war so ein Ding gewesen. Den kennen wir uns nochmal. Ah, da sind die heißgeliebten Handgranaten wieder. Was sie brauchen, ist sowas von ungesund. Warte. Ist ein bisschen komisch, ich dachte, die explodieren. Aber das war halt, glaube ich, bei... Oh Gott, wie hieß die Ranch? Ich glaube, die hieß Ranch. War das, glaube ich, damals genauso gewesen, dass... je stärker das wurde, dass wir auf jeden Fall die Leute anziehen konnten und dann mit einem Schlag verwüsten. Ich bin mal gespannt, ob das hier genauso wird oder so ähnlich wird, weil, wie ich halt aus den Trailern kenne, beziehungsweise aus meinem Endscreen, habe ich das, glaube ich, ja auch mit reingenommen, ist eben so, dass es da eine lustige Kraft gibt, wo wir uns irgendwie drei teilen konnten, so Saiyajin-mäßig. Und, sind wir schon wieder bei so einem Ding hier. Und dann noch die Leute hinabstürzen, sage ich mal so. Wie kriege ich die Dinger hier kaputt? Das würde mich halt interessieren. Vielleicht kriege ich die auch gar nicht kaputt. Halt, warte. Na, zum Glück bist du ihnen überlegen, was eure Anzahl angeht, Mann. Wie kommst du darauf? Naja, weil ein Einzelner sich schneller und auffälliger und leiser bewegen kann. Und sie werden dich unterschätzen. Verwenden Explosionsscherben, um Kombios aufzuspüren. Aber wie soll ich denn die zerstören? Mann, geh mir nicht auf den Sack. Junge. Aber wie zerstöre? Oder kann ich das von der Seite nur zerstören? Scanstation verwenden? Ja. Ach so, ja, warte mal, wie war denn das gewesen? Ach so, erst war er mit. Ja. Das ist, glaube ich, nicht so gut, was wir hier machen. Lol, und wie kann ich das jetzt zerstören? Gar nicht, wa? Lol, kann ich doch. Das fühlt sich gut an. Ah, okay, so gehen die Dinger weg. Ach, ja. Ja, nee. Nee, wir gehen mal weiter. Ich meine, ja, ich hätte ihnen helfen können, aber wir wollen ja unser böses Karma noch ein bisschen stärken, ne? Damit wir auch mal mit unseren Fähigkeiten vorankommen. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, was das dann für die Fähigkeit wird, beziehungsweise wie das dann ausartet, ob das wie bei ihr ist oder eher ein bisschen kleinere Brötchen backen. Oh. Mensch, Trollpunkte und Kameras an fast jeder Ecke. Die haben sicher auch gewissermaßen den Heimvorteil. Außer, dass die hier nicht daheim sind. Erzähl das denen mal. Okay, damit haben wir alle Kernrelais. Aber wie geht's dann weiter? Es kann sein, dass ich halt wirklich erst so weit befreien muss, dass ich ein Viertel mache. Okay. Okay, da komme ich also nicht lang. Hoffentlich klappt's. Wie schmeckt das? Aber hatten wir das nicht schon? Warte, ich räume die erstmal. Ich wollte gerade sagen, ich räume die erstmal weg. Ich weiß nur, der zeigt an, wie viele Aschegeschosse sie haben. Füllen sie mal zu, mit dem Rauchen auf Köln. Ja, warte. Auch der hier? Ach, die Dinger sind mit gemeint. Aber das habe ich doch schon gemacht, oder muss ich den zerstören? Okay, ich sollte vielleicht mal... Eddie, ich hab deine ganzen Kerngeläse aufgebraucht. Mann, komm schon, ich brauche mehr! Nein, Mann, mehr kriegst du nicht. Von dieser Bioterroristen-Sache bist du total aufgedreht. Such dir ein ruhiges Fleckchen und halt dich mal eine Weile bedeckt. Was ist dein Problem mit deinem Bedeckthalten? Mir geht's gut, mir geht's super, gib mir mehr! Nein, ich bin mit einem Kollegen vom SPD auf einer heißen Spur. Aber wir unternehmen gar nichts, bevor ich nicht sicher bin, dass du nicht durchdrehst. Schon gut, ich halt mich bedeckt. Was immer das auch heißt. Wir hätten es nicht wirklich bedeckt. Okay, Rauchfang, zwei Upgrades. Warte mal, wir gucken gleich mal. Aber ich hätte gern mehr von denen geschossen.
Das war Schwefelbombe. War jetzt nicht so nice. Rauchgeschoss. Das war unsere normale, ne? Toll. Kann ich nicht, weil keine Stufe. Keine Stufe. Rauch entziehen. Warte mal, hier oben war ja Nahkampf gewesen. Und unten haben wir nichts weiter mehr. Schade, aber ich dachte, warte mal. Führen Sie einen Rauchspuren in einen roten Lüftungsschacht aus, um eine Abkürzung aufs Dach zu nehmen. Scheint nichts zu kosten. Warte mal. Ah, okay, okay, okay. Oh Gott, das muss ich mir auf jeden Fall merken. Hab mir ja vorgenommen, dass das Spiel jetzt nicht bloß eine Stunde zu spielen und dann erstmal zu schneiden, sondern eigentlich mal ein bisschen länger dran zu bleiben. Aber ich habe halt keine Upgrades. Und ich habe jetzt bloß eine Scherbe, warum auch immer. Ja gut, die Schwefelbombe könnte ich machen, ne? Ja gut, dann machen wir das. Aber hatte ich nicht gerade zwei Scherben? Okay, ist jetzt der nächste Tag. Ich weiß nicht, ob ich mich weggeschnitten habe, aber ich gehe einfach mal stark davon aus. Dalton, ich habe Informationen über das DOP-Kommunikationsnetz. Es gibt eine zentrale Antenne, über die sie die Bewegungen der kleineren Distrikte koordinieren. Okay, weißt du auch, wo dieses zentrale Kommunikationsding ist? Naja, du wolltest das Ding sehen, solange du hier bist. Hör auf, die Space Needle? Die Space Needle. Okay, okay, warte, warte, aua, 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 aua. Das Ding ist, hier ist irgendwo ein Geheimagent, den wollte ich eigentlich gerade hops nehmen. Ist der hier oben? Bevor ich den wieder nicht sehe, ich weiß, das wird wahrscheinlich ein anderes Viertel sein. Wer greift mich denn hier an? Hä? Moment. Au, 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 mein Gott. Heimagent-Mission, ein DOP. Lol, ein DOP-Toll. Okay, schalten Sie alle Feinde im Gebiet aus, bevor Sie die Mission beginnen. Okay, kann ich noch nicht. Aber, hä, wieso? Hier ist doch gar kein Mensch. Okay, er versteckt sich in der Menge mit dem Bild. Können Sie die Person finden und besiegen? Schwierig. Ich würde erstmal sagen, nein. In der Menge? Welche Menge denn? Oder warte mal, was ich mal testen wollte. Ah, lol, so war das gewesen. Jetzt weiß ich wieder, wie ich da hochkomme. Deshalb die Dinger auch unten. Okay, sie ist es auf jeden Fall nicht. Ich dachte, der wird, was ist ich, hier irgendwo rumlatschen. Ist der vielleicht wirklich da oben? Ich gucke erstmal die Straße ab. Aber trotzdem, welche Menge? Hier ist keine Menge. Hier latscht gar keiner rum. Der wird wahrscheinlich ganz allein hier rumlatschen. Einfach nur was können. Okay, hier ist keiner. Hä? Ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwie... Da ist er, da ist er. Okay, nicht aus den Augen verlieren. Boah, denkst du, ich krieg den? Shit. Alter, Mann! Ja, Leute, wo ist denn der jetzt hin? Toll. Das hat ja super funktioniert. Okay, gehen wir mal zum Space. Ich wollte bloß mal wissen, was das ist. Ich dachte, der latscht so irgendwie rum. Und ich bin einfach bloß zu schlecht, um den zu treffen. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das wiederkommt. Das war, glaube ich, auch bei den ersten Teil bei... Ja, doch, ist schon wieder da. Bei manchen Zwischenmissionen so gewesen, dass ich... Naja... Dass ich das halt leider, leider, leider verkackt habe. Okay, der Stern ist nicht direkt bei Space Needle. Obwohl das eher so nach Hauptquartier hier aussieht, ne? Deswegen, ich will noch nicht ganz gleich reinstürmen. Vielleicht mal außerhalb auch von dem Gebiet bleiben. Seattle Center. Hä? Okay, ich weiß, was ich gesagt habe, aber er ist halt so rumgelatscht, als ob er mir irgendwas Böses möchte. So. Alter!
Ten Füßen, cool. Scheiße, ich werde schon wieder sterben. Karre. Na lol. Okay, ich mach das jetzt nicht mit dir. Wir gehen einfach dahin. Wir gehen einfach dahin, gucken, was unser Bruderherz hat und dann machen wir erstmal weiter, ne? Aber den. Den Straßenmusiker muss ich mitnehmen. Sorry, der hat ja nicht rumzudüdeln. Das ist Belästigung der Öffentlichkeit, Mann. Und wir haben noch was zum Sprayen. Warte mal, ist das hier? Ich meine, ich mag das nicht so wirklich. Hier? Aber wie spray ich? Wird mir jetzt nicht so wirklich angezeigt. Okay, scheiß was drauf. Oder muss ich erst anonym werden? Okay, Ratch, ich bin hier und du hattest recht. Und der Needle ist jede Menge elektrisches Zeug und etwas, das aussieht wie eine miese Aluminiumverkleidung. Du musst irgendwie auf die Spitze der Needle. Bei dem Wetter kletter ich einfach hoch. Hey, nein, 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 nein. Mach keinen Quatsch. Hey, Mann, ich mach keinen Quatsch. Ich bin genial. Hä? Ach, hier. Hä? Ja, das hat ja super funktioniert. Warum steht da links Dachlüftung? Warum? Ja, Dachlüftung, Alter, ich... Ich will doch bloß hier hochklettern, Mann. Lass mich doch einfach. Warum geht das nicht? Oder muss ich die aktivieren? Ich hasse die Nadel jetzt schon. Er klettert halt auch nicht einfach hoch. Und warum wird... Ja, würde ich gern. Und ich war bei dem Ding gewesen. Ach, hier. Ich weiß nicht, warum der manchmal nicht klettern mag. Was wäre die Erklärung dafür, wenn ich von manchen Conduits, wie zum Beispiel Hank, die Kraft übernehmen könnte, aber nicht von anderen, wie zum Beispiel einem dieser DUP-Soldaten? Oh Gott, du hast es also doch versucht. Hey, ich will kein, ich hab's dir ja gesagt, hören, Reg. Ich will nur eine Antwort. Okay, warte mal, wie komme ich jetzt hier weiter? Mann, Junge. Achso. Ja, ich bin vielleicht durch. Komm vielleicht durch Assassin's Creed, dass ich ein bisschen zu sehr gewöhnt bin, dass ich überall ranspringen kann und er dann hochklettert. Hatten die DOPs die Dinger nicht lahmgelegt? Naja, ich schätze, hypothetisch, theoretisch kannst du nur Conduits die Kräfte entziehen, die sie von Natur aus haben. Oberste Conduits wie Hank oder hoffentlich Augustine. Alter. Die DOP-Typen haben schwächere Kräfte von Augustine, also können sie sie nicht an dich weitergeben. Das heißt also, wir müssen weitermachen. Sag mal. Verstanden. Bleib's nicht so weit. Und nächstes Mal, lüg mich nicht an, okay? Vertrau deinem Bruder etwas mehr, ja? Ich habe den noch nie angelogen. Okay, wir sind noch nicht ganz oben. Aber ich kann mich daran erinnern, das war ja bei den ersten Teilen auch so gewesen. Wie gesagt, es ist noch ein bisschen zu viel Assassin's Creed in mir drin gerade. Das werde ich schön wegpusten. Was werde ich wegpusten? Delton Rowe, du hast vorhin einfach aufgelegt. Sorry, Betty, aber... Sag jetzt nicht, dass es dir schon wieder nicht passt. Ach, weißt du, Moment. Kletter ich nur gerade an der Außenwand der Space Needle hoch. Also, wenn du nicht mit mir reden willst, dann sag es einfach. Ich muss dich zurückrufen, Betty. Was für eine Wohltat für meine Augen. Schon viel besser. Ich bin auf dem Aussichtsdeck. Fühl dich nicht so sicher. Mach ich nicht. Ich weiß, dass das furchtbar nach hinten losgehen kann, obwohl das jetzt eigentlich ging. Warte, wie war denn das? Wie war denn... Shit. Das hat erstmal gar nichts gebracht. Nein! Fuck! Na, dann weiter nach oben. Mach weiter, du bist fast oben. Das war knapp. Ich will jetzt, glaube ich, ein bisschen zu schnell rein. Und diese komische Rauchbombe, ganz ehrlich, die... Ist jetzt nicht so dolle. Da habe ich mir erst ein bisschen mehr von verschaut. Wie komme ich jetzt am blödsten da hoch? Über die Streben hier?
Theoretisch. Ich komme da die Schräge nicht hoch. Willst du mich verarschen? Ich meine, hier kann ich auch nicht rein. Okay, dann steche ich der Nadel mal das Auge aus. Und das hier hält wohl alles zusammen. Was? Henker! Dich kenne ich ja noch gar nicht. It's in your eyes, a color fade out. Looks like a new transition. The starting up and shaking your ground. Turning your head to see a new day calling. Does it feel like a head to lean on? A snapshot from where you were.